Boah, ey. Ich habe noch einen kleinen Zusatz für nicht nur grün wählen, sondern auch grün handeln. Fleisch. Und da rede ich jetzt gar nicht von Klimagas oder sonst irgendwas. Das mag auch da Ding sein. Ich rede, beziehungsweise ich sag, Haltungsbedingungen der armen Tiere. Für billigstes Fleisch, was wahrscheinlich noch nicht mal eine gute Qualität hat. Und Landmasse, die verbraucht wird, nur um diese Viecher zu füttern. Entforstung ist da auch so ein Ding, ne? Brasilien, Soja, womit dann unsere Kühe gefüttert werden oder Mais. Und die Gülle zum Beispiel von den armen Viechern, von den Rindern, die dürfen unter anderem nicht mehr aufs Feld ausgebracht werden, was ja jahrhundertelang gemacht wurde, weil die halt kein Heu mehr fressen. Und da sind deren Verdauungstrakte überhaupt nicht für ausgelegt. Und deswegen wird die Kacke von denen einfach mal, in Anführungsstrichen, toxisch. Antibiotika in der Geflügelmast. Ich mach's jetzt mal bewusst simpel. Hat ein Hühnchen Schnupfen, kriegen alle Antibiotika. Und da wird noch was auf uns zukommen. Wenn plötzlich die Antibiotika nicht mehr wirken. Also, weniger ist mehr. So, das ist noch mein Zusatz dazu. Reingehauen, bin raus. Schönen Tag noch.